Hallo, liebe Leute, hier habe ich von Amazon einen Tortenring zum Testen bekommen. Schauen wir uns doch mal das Teil genau an, wie gut das ist. Eins muss ich noch sagen, ich bin in der Lichtwerbungindustrie und arbeite mit Edelstahl und Aluminium. Also das Teil hier ist, muss ich ehrlich sagen, 1 Millimeter, das soll ja auch so sein eigentlich bei Tortenringen, 1 Millimeter Stahl, Edelstahl, aber eine minderwertige Edelstahl ist es. Das einzig Positive, was ich sagen kann, es ist gut gepunktet, also genau wo man mit den Fingern hält, die Halterungen, genau da ist es gepunktet worden. Die Punkten haben sie sehr gut gemacht, also haben wirklich eine sehr gute Maschine, die Leute. Auf jeden Fall noch was hier. Es ist sehr scharfkantig. Egal, wo man das Teil hier anfassen tut, es ist scharfkantig. Man kann es zwar hier verschieben, in verschiedene Größen kann man hier einstellen, aber meine Frau hat es beim Einstellen ihr Finger geschnitten, also besser gesagt ihr Daumen geschnitten, also tief sogar. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Das Teil ist wirklich ultra scharfkantig. Oben wie unten, genauso wie man auch hält, die Halterungen, die zwei Stück da. Alles ist scharfkantig. Man hätte es nur schleifen müssen. Das wäre eine Arbeit ungefähr von 1 Minute, weil unsere Schleifer in der Schleiferei, der macht es innerhalb von 1 Minute, dass da die Kanten abgeschliffen werden und nicht mehr scharf sind. Aber hier zum Beispiel, wo man halten tut, es ist wirklich ultra scharfkantig. Da sollte man wirklich aufpassen. Ehrlich, Leute, ich meine es nicht nur so. Ich weiß es hundertprozentig. Meine Frau hat sie geschnitten und hier zum Beispiel, wo ich überall anfasse, da sollte man beim Aufmachen mit Fingern sehr vorsichtig sein. Also das finde ich überhaupt nicht gut. Von mir kriegt es überhaupt keine gute Sterne. Ich würde das überhaupt nicht kaufen, weil es zu gefährlich ist. Jedes Mal, wenn man das auf und zu macht und benutzt. Also so nicht, Leute.